Der Volleyballclub Unica Gratwein ist ein ganz junger Verein, zumindest was seine Gründung erst vor wenigen Monaten betrifft. Dennoch konnte man bereits in kürzester Zeit tolle sportliche Erfolge verbuchen. Für eine junge Mannschaft, die in der ersten steirischen Landesliga spielt, auch nicht ganz selbstverständlich. Wir haben Gratweins jüngsten Verein mit der Kamera besucht und stellen Ihnen den Volleyballclub Unica Gratwein nun näher vor. Markus Kammerhofer, du bist Obmann des jüngsten Vereins der Marktgemeinde Gratwein. Wie ist dieser Verein vor wenigen Monaten entstanden? Ja, es war einfach die Idee da, Beachvolleyballplätze vielleicht in die Weihermühle zu bringen, zwei neue. Und ja, die Gemeinde Gratwein hat zu diesem Vorschlag dann einfach Ja gesagt und dann ist eigentlich alles sehr schnell gegangen. Wir haben Beachvolleyballtraining veranstaltet und haben einen neuen Verein gegründet. Und ja, jetzt sind wir da, wo wir sind. In unserem Bericht sieht man einige Erwachsene, viele Kinder. Erzähl die Struktur und erkläre die Struktur des Vereins. Derzeit gibt es im Prinzip drei Teams im Verein. Das Nummer 1 Team ist natürlich das Herren Hallenteam. Und zwar, das spielt in der ersten Landesliga. Das ist die höchste steirische Liga, die es gibt. Und wir sind auch letzte Saison eben aufgestiegen in diese Liga. Ja, hier ist ein Generationenwechsel vollzogen worden. Also die alte Garde um Karl Hörmann etc. wurde eigentlich praktisch durch sehr, sehr viele junge Gratweiner und Judendorfer ersetzt. Und auch diese Mannschaft war dann auch sehr erfolgreich und ist mit diesem Coach, den wir haben, das ist ein ehemaliger slowakischer Nationalspieler, sehr, sehr erfolgreich im Moment. Die zweite Mannschaft, die wir haben, das ist dann unsere Beachvolleyballmannschaft. Da haben wir jetzt mittlerweile auch schon zwei Personen, die unter den Top 200 Spielern in Österreich sind. Und schlussendlich kümmern wir uns natürlich auch um die Jugend. Und da sieht man eh im Video dann auch, was die alles macht. Also da kümmert sich der Karl Hörmann und der Dieter Gendern darum, dass einfach eine gewisse Grundlage gegeben wird. Und schön langsam, gell? Jugendarbeit auf breitester sportlicher Front ist für jeden Verein wichtig. In Gratwein funktioniert die Nachwuchsarbeit besonders gut. Synergien, das sich gegenseitige Fördern, wird in Gratwein vom Turnverein Jahn, Sektion Volleyball, kooperativ mit dem Volleyballclub Unica Gratwein umgesetzt. Warum spielst du so gerne Volleyball? Weil wir da immer viel Freunde treffen und das macht halt Spaß. Bist du sehr oft hier? Sag einmal, vielleicht ein, zweimal in der Woche oder öfters? Einmal in der Woche und das macht immer sehr Spaß. Warum spielst du gern Volleyball? Vater hat als erster, wie er das gemacht hat, hat er gesagt, ich soll mitkommen, da wollte ich nicht. Da bin ich dann aber mitkommen und dann hat es mir Spaß gemacht und dann bin ich einfach gegangen. Für unseren Filmbericht über den Volleyballclub Unica Gratwein haben wir auch ein Meisterschaftsspiel gegen die Volleyballer aus Bad Radkersburg besucht und waren zunächst von der tollen Stimmung unter den rund 70 Besuchern in der Gratweiner Mehrzweckhalle angenehm überrascht. Was sagst du zu diesem heutigen Spiel und bist du wirklich schon öfters da gewesen? Ich war schon öfter da, weil mein Schwiegersohn quasi bei der Mannschaft spielt und wir ja Sponsor sind vom Institut für Physiotherapie. Und es ist ein super Spiel und sie werden es gewinnen. Was sagst du zu dem heutigen Spiel von diesem hohen Niveau unserer Mannschaft? Ja, das Niveau ist wirklich überragend. Ich muss sagen, sie wachsen über sich hinaus. Und so was sie jetzt so zeigen, muss ich sagen, sind sie ja würdig, in die nächste Liga aufzusteigen. Das wäre dann schon die zweite Bundesliga. Aber ich denke mal, sie vertreten da uns würdig und die Radkersburger haben es sehr schwer. Ich muss sagen, es ist ein ganz ausgezeichnetes Spiel. Ich bin begeistert. Ich sehe sowas öfters an verschiedenen Standorten. Aber es ist wirklich, was mir besonders gut gefällt, ist eigentlich, wie die Spieler das Publikum da sogar noch motivieren. Also das pusht sie hoch und es ist wirklich ein spannendes Spiel. Und das schaut aus, dass es ein gutes Ende geben wird für die Gratweiner Mannschaft. Der VC Unica Gratwein hat an diesem Sonntag gezeigt, dass auch ein an und für sich starker Gegner bezwingbar ist und das Turnier souverän mit 3:0 gewonnen. Meine Herren, 3:0 Erfolg heute gegen Bad Radkersburg. Was ist es für ein Gefühl?
ein super Gefühl, vor allem weil es gegen Rattersburg immer sehr, sehr knapp ist. Aber mit der tollen Unterstützung von dem Publikum, sogar das Fernsehen ist heute da, war das natürlich eine zusätzliche Motivation für uns. Ja. Du bist einer der Größeren der Mannschaft. Ich habe auch einige Blogs beobachtet. Wie warst du mit deiner Leistung zufrieden? Eigentlich sehr zufrieden. Wir haben sowieso alle gut gespielt heute. War eine starke Leistung von der Mannschaft. Zum Schluss wollten wir von Obmann Markus Kammerhofer noch wissen, ob der Verein noch Mitglieder aufnimmt. Natürlich geht das. Unser Ziel ist es neben dem sportlichen Erfolg auch, dass wir Volleyball für jedermann bieten. Deswegen einfach bei mir, Karl Hörmann oder auf Facebook vorbeischauen und dann können wir über alles sprechen.